Hallihallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir werden heute mal eine richtig schöne, gemütliche Runde 7 Days to Die spielen. Ich habe die Blutmondnacht alle 14 Tage eingestellt. Die Welt ist relativ klein und wir sehen, ich habe noch nichts gemacht. Ich werde gerade quasi in die Welt reingespawnt. Aber gleich wird's losgehen. So, wenn ihr euch gerade 7 Days to Die gekauft habt, oder das schon länger nicht mehr gespielt habt, dann ja, ist das hier der richtige Guide für euch. Wir sind hier in der Alpha 20 und wir starten hier direkt mal in der Welt. Natürlich das Frühjahr werden wir natürlich auch noch machen. Pflanzenfasern sammeln. Ganz einfach. Einfach mal auf die Pflanzen hier raufboxen. Reinboxen, besser gesagt. Ich werde gleich mal ein paar mehr machen, weil wir werden hier im Tutorial natürlich auch Kleidung herstellen müssen. Ich würde sagen, wir starten heute mal so ganz entspannt, ganz ruhig. Und werden hier erstmal in aller Ruhe ankommen. Hier ist noch ein Vogelnest. Mit E können wir es durchsuchen. Mit R nehmen wir automatisch alles auf. So wie wir das kennen. So. Schlafsack fertigen. Okay. Dann bau mal deinen Schlafsäckel. Ich glaube, man konnte hier sogar irgendwie die Farbe aussuchen. Das ist ja nicht so wichtig, egal. So, also den setze ich mir direkt mal auf die 1 und positioniere ihn schon mal, unseren Schlafsack. So, nehme ich auch gleich wieder auf, nur ich mache das jetzt nur wegen dem Tutorial. Ansonsten würde ich ihn hier nirgendwo hinsetzen wollen. So, dann sollen wir jetzt Steine sammeln und Holz. Guck mal, ist das nicht schön? Weil Sippo zu blöd ist, die Sachen zu finden. Haben wir hier jetzt so kleine Symbole? So, auch diese kleinen Pflänzchen hier sind Holz. So. Wieso zeige ich eigentlich die ganze Zeit immer den Daumen? Na gut. Nehmen wir mal so hin. Okay, wir sollen jetzt eine Steinaxt herstellen. Hier oben ist sie. Die setzen wir uns gleich auf die 1. Das wird eins der wichtigsten Werkzeuge sein, die wir hier haben. So, eine Pflanzenhose fertigen und Pflanzenhemd. Machen wir natürlich auch gleich mal beides. Das können wir uns endlich mal anziehen, weil ganz ehrlich, so können wir nicht bleiben. Die Frisur ist okay. Aber klamottenmäßig müssen wir da noch ein bisschen was machen. So, tragen. Und Holz sammeln. Fünfmal. Dann nehmen wir gleich mal hier so einen Baum. Einfach nur drauf einschlagen mit der linken Maustaste, dann geht das schon. Sammeln wir gleich mal ein bisschen mehr, weil wir wollen ja heute mindestens noch dazu kommen, uns einen schönen Ort auszusuchen, wo wir unsere Base aufschlagen. Ein Holzknüppel anfertigen müssen wir gleich. Der ist auch sehr wichtig, Freunde. Zumindest zum Anfang, bis wir Schusswaffen haben. Weil der Holzknüppel, der hat es in sich. Das habe ich nicht, hätte ich nicht gedacht, als ich den gebaut habe. Ich dachte mir so, ja, schön. So ein Holzstock, der bringt nicht viel, aber wenn ihr direkt auf den Kopf von den Zombies zielt, dann bringt ihr eine ganze Menge, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt wieder einen kleinen Stein sammeln. Was jetzt? Ein Bogen und Steinpfeile. Könnt ihr ja schon mal Richtung Stadt aufmachen, so langsam. Und zwar jetzt noch nicht allzu viel Steine und Holz gesammelt, aber so langsam, dass wir uns so langsam mal hier einen schönen Ort suchen, wo wir unsere erste Base aufbauen. Das muss jetzt nicht die finale Base sein, aber wenigstens eine, wo wir die ersten Blutmonde überleben. Wie gesagt, 14 Tage haben wir Zeit. Das heißt, ein bisschen Freiraum haben wir. Na komm schon. Ist natürlich anstrengend, ne? Mit der Steinaxt hier. Es dauert alles ein bisschen länger. So, Munition auch gleich mal. 2 Pfeile herstellen.
So, dann so ein Holzrahmen. Den sollen wir auch noch herstellen. Darum sammle ich immer gleich ein bisschen mehr. So, den setzen wir hin. Dann sollen wir den noch verbessern, wenn ich richtig sehe. Genau. So, und jetzt wieder Steine sammeln. Den Platz nehmen wir hier natürlich mit. Wir wollen ja hier keine Beweise liegen lassen, dass wir da sind. Außerdem sammelt man nebenbei noch das Holz wieder ein, was man verbaut hat. Von daher ist das alles relativ safe hier. So, wo ist jetzt hier nochmal irgendwo ein Stein? Es gibt keine Steine mehr. Die Knochen hier, ne, von den Skeletten, was ich übrigens auch total geil finde, die solltet ihr auch einsammeln, denn da bekommt ihr Knochen. Und für diese Knochen könnt ihr euch dann ein Knochenmesser herstellen, mit dem ihr dann mehr looten könnt, wenn ihr jetzt ein Tier tötet. Ja. Was haben wir denn mittlerweile alles eingesammelt hier? Aha. Ach guck, gefütterte Handschuhe, die werden wir gleich mal anziehen. Sehr schön. Was haben wir hier drin? Nägel und Kram, okay. Also ich würde sowieso zum Anfang alles einsammeln, was ihr findet. Ob ihr es später braucht oder nicht, das ist euch überlassen. Aber das meiste braucht man eigentlich schon. So, die Achse ist kaputt. Wir gehen mit der linken Maus das hier drauf, dann auf Reparieren, weil Steine haben wir ja. Und jetzt geht's weiter, Lagerfeuer fertigen. Erstmal schön hier das Holz einsammeln. Wir werden nämlich nachher sehr, sehr viel davon brauchen. Unglaublich viel. Also wirklich sehr, sehr viel. Allein schon, wenn wir uns die Base aufbauen, werden wir einige tausende Holzbretter brauchen. Von daher gleich zum Anfang so viele Bäume wie möglich fällen, weil es werden einfach nachher Zombies auf euch zukommen und die werden euch dann daran hindern wollen, die Bäume zu füllen. Oh, ist schön. Haben wir da einen Stein? Genau. So, Lagerfeuer. Bauen wir auch mal. So, das müssen wir jetzt bestimmt noch platzieren, genau. Also, Lagerfeuer hin. So, das Lagerfeuer können wir hier stehen lassen. Finde den Händler. Jetzt geht's ans Eingemachte. Beim Händler werdet ihr auch sehr, sehr viel. Hoppala, kann ich aufgenommen. Beim Händler werdet ihr auch sehr, sehr viel finden, was ihr brauchen könnt. Da werden wir gleich mal hinstiefeln. Mal gucken, was der so für uns hat. Na, komm mal her, Bunny. Na. Bunny! Bleib hier. Ach, denn. Geh doch weg. Mir ist sowieso nicht nach Hasenfleisch. So. Beim Händler angekommen, müsst ihr auf die Uhrzeit achten. Der Händler macht nämlich 22 Uhr zu und öffnet, glaube ich, morgens um 6. Das heißt, in der Zwischenzeit müsst ihr hier eingekauft haben. Und hier drin seid ihr natürlich sicher. So, dann gucken wir mal, was das hier so alles auf sein Höfchen hat. Aha, okay, zum Einschmelzen später. Was ist das? Ölschiefer. Was man damit machen kann, weiß ich bis heute nicht. Aber das werden wir im Laufe der Zeit mit Sicherheit herausfinden. Was haben wir hier? Chemiestation. Irgendwelche Kräuter. Gucken wir mal hier rein. Also auf jeden Fall beim Händler hier, da braucht ihr keine Angst zu haben. Hier passiert euch gar nichts. Hier ist auch kein Zombie. 21 mal Holz. Sehr, sehr schön. Oh, hier ist die Tür. Ach, hier geht's wieder raus. Okay. Nee, das möchte ich jetzt noch nicht. Ich möchte jetzt gerne noch ein bisschen hier drinnen looten. So. Normalerweise könnt ihr auch Stühle mitnehmen. Nur hier beim Händler nicht. Der steht auf seiner Stühle.
Die will er nicht loswerden. Dann gehen wir mal hier hoch, mal gucken. Ne, hier ist nichts mehr. Hier ist eine Leiter nach unten. Mal gucken, ob wir hier irgendwas Interessantes finden. Jetzt wäre natürlich schon geil, wenn man sich so eine Base hier aufbaut, so wie es der Händler hier hat, ne? So mit Eisenwände und mit solchen Eisentreppen und das könnte mir gefallen hier. So, was haben wir denn hier? Klebstoff vom Bart, der wird auch wichtig werden. Spätestens, wenn euch das Klebeband ausgeht. Metalle auf jeden Fall. So, das können wir nicht abbauen. Ja, der Händler hat ja so seine eigene Dynamik. So, ich glaube, jetzt sind wir hier einmal durch. Ach, hier sind wir schon drin gewesen. Dann gehen wir doch mal. Ah, hier ist noch der Ofen. Ah, hier ist noch mehr. Ah, wir sind noch nicht durch, Freunde. Noch nicht durch. Hier ist noch Zeugs. Hier ist noch Blei. Hier stehen gleich mal ein paar Betten. Aber sonst gibt es hier nichts, glaube ich. Falls ich was übersehen habe, tut es mir leid, Freunde. So, gucken wir mal hier. Gibt's auch nichts. Ich glaube, hier drinnen können wir auch nichts looten irgendwie. So. Hallo, Lady. Darf ich dein Inventar sehen? So, und wenn ihr auf darf ich dein Inventar sehen geht, dann könnt ihr auch Sachen hier verkaufen. Die Dietriche zum Beispiel habe ich noch nie gebraucht. Die können wir verkaufen. Messing, Blei und so, das würde ich mal alles aufheben, Freunde. Lehmboden will sie nicht haben. Zement würde ich mir auch aufheben. Knochen will sie nicht haben. Den Gebietsblock will sie nicht haben. So, viel kauft ihr aber jetzt nicht an. Holz, na, das werden wir selber brauchen. Das ist das Problem. Die Nägel werden wir später auch brauchen. Steinspeer. Oh, ein Steinspeer eigentlich nicht, ne? Will sie auch nicht haben. Gut. Ja, bitteschön. Ja, ja, ich komme bestimmt nochmal again, aber später. So, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen hier um in der Stadt, ob wir hier vielleicht irgendwo etwas finden, wo wir hier erstmal unser Lager aufschlagen können. Wir bauen erstmal so eine Rahmenform oder so viele Rahmenformen, wie wir können. So, die setzen wir uns immer gleich auf die 3 hier. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, hier wäre, glaube ich, schon mal gar nicht mal so schlecht. So. Bauen wir uns mal hier hoch. Es ist so ein bisschen wie Minecraft, finde ich. Ja, kommen wir hier hoch. Warte mal, machen wir mal hier einen hin. Zack, zack. Nee. Stirb! Oh, die Biester sind gefährlich, Freunde. Da müsst ihr echt aufpassen. So, den Stuhl nehmen wir mit. Aber ich glaube, hier ist eigentlich ganz gut. Wenn wir hier bauen, oder? Komm, wir gucken noch ein bisschen. Wir gucken uns noch ein bisschen um. Ich meine, die Stadt ist ja ein bisschen größer. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas, was wir eher gebrauchen können. So an Bauzeugskram. Die Blöcke nehmen wir wieder mit E übrigens. Weil zu verschenken haben wir ja nichts. So, dann gucken wir mal. Wir sind schon überladen. Aber das ist nicht so schlimm, finde ich. Können ja einige Sachen bei uns hier im Inventar lagern. Also in der Schnellwahl. Dann sind wir nicht ganz so voll. Opa, das wollte ich jetzt nicht. Dahin. Das kommt hier hin. Der Bogen auch noch. Den können wir sogar da hinsetzen. Und das hier. So. Jetzt haben wir nur noch dreimal über, also drei Überladungen. Das ist auf jeden Fall besser. So, und jetzt gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Auf jeden Fall ganz so weit weg vom Händler möchte ich ungerne. Weil wir werden da einige Sachen verkaufen im Laufe der Zeit. So,
den Stuhl nehmen wir mit. Die Kühlbox, was haben wir da drin? Ein Schnaps, ja, der ist immer gut. Aber ansonsten. Ist hier nicht viel, ne? Also, da müssen wir uns noch ein bisschen umschauen. Vielleicht einen anderen Ort finden hier. Bis jetzt bin ich das Haus hier am besten. Aber wir werden mal sehen. Mal gucken. Da oben natürlich auch ein richtig geiler Spot. Na, was ist denn los, meine Süße? Komm her hier. Na, möchtest du einen schwarzen Schlüppi haben wir an, ne? Schön. So, gucken wir mal weiter. Hier ist ein Krankenwagen, auch immer sehr interessant. Da findet ihr manchmal genau die Medikamente, die euch fehlen. Weil ihr könnt natürlich auch infiziert werden, wenn ihr angegriffen werdet. So, das benutzen wir gleich weg. Und dann weiter gucken. Hier ist eine Wasserquelle. Und Blei wieder. Also das Blei und das Eisen, das wird später sehr, sehr wichtig für euch werden. Weil damit das Zeug schmelzt hinten ein und bekommt dann so die Barren, die ihr braucht. Oh, hier haben wir eine Schaufel. Die wird auch noch sehr wichtig werden. Die nehmen wir gleich mal in die Schnellwahl rein. Ich suche eigentlich immer so Häusern mit so Flachdächern. Hoffentlich ist es hier nirgendwo ein Hund. Ach da, die können wir links liegen lassen. Die alte interessiert mich nicht. Die ist so weit weg. Gucken wir mal weiter. Lala. Hier drinnen wird Zeitung sein. Die brauchen wir allerdings jetzt nicht. Eine schöne Schusswaffe mit Munition. Das wäre jetzt natürlich das Ultimative. Aber ich glaube, die werden wir jetzt noch nicht finden. Gucken wir da oben. Das sieht doch hier ansehnlich aus. Ich glaube, das ist mal ein Blick wert. Da gucken wir mal hoch. Ich glaube, das könnte interessant sein. Oder hier, weil es sehr schmal ist. Ich glaube, hier gucken wir mal hoch. Na? Mag er nicht. Jetzt ja. Ach, guck. Sieht doch ganz gemütlich aus eigentlich. Wenn wir jetzt den Block hier nur noch vernünftig hinsetzen könnten. Warte mal, machen wir mal hier hin. Geschützt ist ja auch schon ein bisschen. Also eigentlich viele schöne Sachen da, die wir brauchen. Das war daneben. So. Und wir gucken mal hier rein. Hier hoch kommen wir nicht. Aber wir können das Holz ja hier abbauen, das ist ja kein Problem. Natürlich, wenn ihr Krach macht, bemerken die Biester das. Darum immer vorsichtig sein. Ich höre einen Hund. Ich nehme mal die Blöcke mit. Nur so als Sicherheit. Was kommt denn hier eigentlich recht gut? Also, das sieht hier so aus, als wenn wir hier einigermaßen sicher sind. Dass wir hier uns schon mal eine Base aufbauen können und vor allem auch das Bett aufstellen können. Weil, ihr werdet entweder irgendwo in die Welt reingespawnt oder da, wo das Bett steht. Ich glaube, hier bleiben wir, wa?
Das hier sieht sicher aus. Komm, hier bauen wir. Zack. Jetzt mal hier die Wände. So, hier. Dass wir so groß wie möglich bauen. Weil wir brauchen später einfach den Platz. Das geht nicht anders. Da war eine Mine. Irgendwo. Ja, die Zombies hier sind nicht gerade die hellsten. Die laufen auch sehr gerne mal in Minen rein. Wenn wir jetzt nachher noch Holz brauchen, da war schon wieder eine Mine. So, wie ist das hier mit dem Platz? War fast schön. Ich glaube, da machen wir die Tür hin. Dann bauen wir hier lang erstmal. Hier oben haben wir nämlich noch einige Dinge, die wir auch gebrauchen können. Wie zum Beispiel Holz und natürlich Metall. Was wir natürlich dann später brauchen. So. So, den Block nehmen wir mit. Das ist jetzt erstmal unsere Base. Nur von der Größe her finde ich das eigentlich vollkommen okay. Ein kleiner Tipp noch, Freunde. Pass mal auf. Ich zeige euch mal. Und zwar baue ich die gerne immer 4 Blöcke hoch. Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn ihr hier unten seid und ihr wollt hier die Decke bauen, ihr würdet hier die Decke bauen, dann, ja, rastmäßig ist das nicht schön oben. Darum immer 4 Blöcke, da habt ihr dann nachher. Da wo die Decke hinkommt, habt ihr sehr, sehr viel Platz dann. Da kommt man sich nicht so eingesperrt vor. Auch noch so ein kleiner Tipp war das jetzt, ja, den ich mir selber erarbeiten musste. Weil mir ist immer aufgefallen, wenn ich das relativ klein baue, dann. Ja, hat man nicht so viel Kopffreiheit. Das hat mich immer sehr gestört. Von daher. Ich glaube, der Hund, der uns da unten bedroht hat, der ist tot, ne? Ich glaube, der ist da wirklich auf die Mine gelatscht. So, ihr könntet natürlich erstmal hier alles komplett voll machen mit den Blöcken. Und dann später selber entscheiden, wo die Fenster hin sollen. Da könnt ihr dann die Blöcke einfach rausnehmen. Das spart Zeit. Nerven und ihr verliert einfach nichts. Paar Bäume haben wir natürlich auch in der Nähe, das ist auch wichtig. Weil uns jetzt hier das Holz ausgeht und ihr seht ja, wie viel Holz wir hier brauchen. Wir hatten vorhin über 60 von den Blöcken. Die neigen sich jetzt langsam dem Ende. Natürlich könnte man jetzt noch ein paar Blöcke ja, einsparen, indem man jetzt schon mal sich entscheidet, wo denn die Fenster hinkommen. So, hier und der zweite dahin. Wir müssen ja auch nicht auf einer Etage bleiben. Wir können ja später noch eine zweite Etage dran bauen. Das ist alles nachher gar kein Problem. Aber erstmal, dass wir hier so eine Art Schutz haben. So, jetzt sind uns die Holzblöcke hier ausgegangen. Gucken, was wir hier haben. Der Schlafsack muss auf jeden Fall hierher. Den müssen wir uns hier hinsetzen. Würde ich gerne hier hinsetzen wollen. So, jetzt können wir nämlich. Jetzt spawnen wir nämlich automatisch, wenn wir sterben, spawnen wir direkt hier hin. So, und das Holz, guck mal, der Hund ist immer noch da. Böser Hund. Was gibt's denn da oben eigentlich? Viel Holz bekommt ihr hier nicht, aber für den Anfang reicht das.
einfach abbauen, was ihr abbauen könnt. So, das Ding ist wieder kaputt. Steine haben wir ganz lang noch. Eine Truhe müsste ich mir auch bauen, dass wir mal das ganze Zeugs, was wir hier looten, dass wir das irgendwo speichern können. Weil ich bin jetzt schon mit 13 Sachen überladen. Leer, leer. Nehmen wir natürlich alles mit. Hat ja keiner gesagt, dass wir das hier lassen sollen. So, auch die Einzelteile der Couch können wir mitnehmen. Die Treppe bauen wir natürlich auch noch ab, damit wir dann so einigermaßen an Holz rankommen. Kann ich dann schon eine Truhe bauen? Sieht bescheiden aus. Brauchen wir denn gesicherte Truhe? Was brauchen wir dafür? 10-mal Holz. Sollten wir ja gleich haben. Genau. So, jetzt können wir uns die gesicherte Truhe bauen. Geht natürlich wieder Holz drauf, das ist ganz logisch. Aber bevor wir nachher alle Teile wieder verlieren, ist mir das mit der Truhe schon sehr wichtig. Wir müssen natürlich nicht nachher hier runter in den Hof, wo der böse Hund da steht. Sondern wir können ja nachher auch ganz woanders runtergehen. So Richtung Straße, dann interessiert uns der Hund nicht. Und wenn wir dann später genügend Pfeile haben, können wir den Hund in aller Ruhe beschießen. Dann ist er nachher auch weg. Weil ich bin der Meinung, die Geier und die Hunde sind hier die schlimmsten. Ne? Die Zombies gar nicht mal so. Aber eben die Geier und die Hunde, das sind richtige Biester. Und da müsst ihr echt aufpassen. So, da unten ist noch ein Vogelnest. Also hier wird jetzt einiges zu looten geben, mit Sicherheit. Die Ausdauer ist wieder völlig am Boden. Unten haben wir noch ein paar Blöcke, aber die brauchen wir ja, um hoch und runter zu kommen. Hier haben wir eine Klappe. Hallo. Da ist doch bestimmt wer. Machen wir mal zu. Nicht, dass wir hier negativ überrascht werden. So, Messing ist wieder mit dabei gewesen. Unten marodieren sie. Die Axt geht aber auch verdammt schnell kaputt jedes Mal. Ne? Ist ja Wahnsinn. So, hier natürlich. Haufenweise Blei, das ist natürlich sehr, sehr schön. Wenn wir dann später unseren Ofen haben, um die Sachen einzuschmelzen, dann werden wir uns über das ganze Blei und das Eisen freuen. Weil davon werden wir auch wieder sehr, sehr viel brauchen. Und bevor wir dann hier ewig abbauen, nehme ich natürlich das mit, was ich geschenkt kriege hier. So, die Kühlbox ist auch leer, die können wir auch nicht gebrauchen. Im Moment zumindest nicht. Und jetzt geht es erstmal wieder weiter mit dem Holz. Ich hoffe natürlich, dass ich so schnell wie möglich eine vernünftige Axt finde. Eine aus Eisen. So. Können wir schon mal uns um die Fenster kümmern hier. Ich mache die gerne immer zwei lang. Erstmal sparen wir da auch wieder diese Würfel. Zweitens haben wir dann gleich so ein bisschen... ja, Struktur hier drin. Und wenn hier natürlich irgendjemand hochkommen sollte, was ich nicht hoffe, dann können wir von der Base aus direkt einen Angriff starten. So, Rahmenform. Können wir bis jetzt 10 Stück bauen. Na super. So, die Box machen wir natürlich auch wieder hier hinten, wo sie am sichersten ist. Wo hoffentlich keiner hinkommt. Mit links könnt ihr die Objekte übrigens drehen. So. Da können wir dann schon mal sowas reinmachen wie das, wie die Metalle. Alles, was wir jetzt nicht brauchen. Die Stühle zerlegen wir. Den Gebietsblock hauen wir da rein.
Knochen werde ich mal noch behalten, weil da möchte ich gerne Knochenmesser draus machen. Aber hier so dieses ganze Gedöns von den Bäumen, das können wir da alles mit reinschmeißen. Kleber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Die Federn, doch, die Federn brauchen wir. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir jetzt nicht, aber ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir. Bitte geht jetzt noch nicht rein. In der nächsten Folge werden wir das auch bestimmt gebrauchen können. Und den ganzen Kladderadatsch erstmal hier einschmelzen. So, das verfaulte Fleisch brauchen wir später für Beete. Also auch relativ wichtig. Ihr seht, hier kann man einiges ablegen. Die Fackel machen wir mal auch hier hin. Stoff werden wir später auch sehr viel brauchen. Nägel werden wir nachher brauchen. Die Dose können wir einschmelzen. So, Reparaturkiste brauchen wir später. Die legen wir mal ganz nach oben hin. Ich hoffe, ich vergesse es nachher nicht. Pflastersteine werden wir nachher auch brauchen. Verbandzeug lasse ich auch mal hier. Ist jetzt nicht so wichtig. Das Papier brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Das Fett brauchen wir jetzt nicht. Die Liste brauchen wir nicht. Da unten randaliert schon wieder einer. So, ihr seht hier. So viel brauchen wir zum Start gar nicht. Aber wir haben natürlich schon sehr, sehr viel gelootet. So, jetzt wird das mal ein bisschen sortiert. Und ach, ich habe ja noch was in der Schnellwald drin, das sehe ich gerade. Guck mal hier. Dann. Hier. Jetzt mal, kommt gerade jemand die Treppe hoch? Ich werde immer ein bisschen nervös, wenn ich hier Töne höre, die ich nicht ganz zuordnen kann. Nee, ist nicht so. Na gut. So, dann die Blöcke wieder hier auf die. Hier. Können wir hier nämlich weiterbauen. Jetzt können wir natürlich die Fenster wieder mit einkalkulieren. Wo wir jetzt schon mal so sparsam sein müssen mit dem Bauen. Hoppala. Der ging, glaube ich, daneben. Und ihr könnt euch ja denken, wie viel wir ungefähr noch brauchen, wenn wir hier noch eine Decke haben wollen. Da kommt noch einiges auf uns zu, was wir an Holz brauchen. So, damit ist das jetzt abgefrühstückt. So, wir bauen uns jetzt mal ein paar Pfeile. Den Bogen haben wir hier, Schaufel haben wir hier. Pfeile werden gerade gebaut. Wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel Holz brauchen. Das steht schon mal fest. Gleich 18 Uhr, der erste Tag ist gleich vorbei. Wir werden noch ein bisschen das Geländer hier abbauen. Na, wir müssen ja nehmen, was wir kriegen. Da wisst ihr was? Wir machen in der nächsten Folge weiter, Freunde. Hier noch ein paar schöne Steinchen. Ich renne schon mal in die Bude rein hier. Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal.